Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dabei habe ich mal wieder drei Hochkaräter. Um genau zu sein, habe ich heute mit dabei Ascender, die Nachfolgeserie von der Serie Descender von dem guten Jeff Lemire. Darum drauf dann noch Lois Lane im Fadenkreuz oder besser gesagt Reporterin im Fadenkreuz vom guten Greg Rooker und Perkins, die hier zusammen ein absolutes Brett abgeliefert haben. Und da oben drauf dann noch Hommagen an das Masi Polami aus dem Hause Carlsen, was an der Stelle der zweite Band dieser Serie ist, was ich persönlich richtig schade finde, weil ich fand den ersten Band schon stark, allerdings der zweite Band hat mich komplett abgeholt. Ich fand jede Geschichte hier drin großartig, seien es die Hommagen an Spider-Man und den Geiern, die hier drin abgerissen wurden, oder auch gerade die dramatischen Geschichten, die mich komplett abgeholt haben, dass das Ding jetzt für mich wie Blei ins Regal gegossen sein wird und auf Weihnachten die Kaufempfehlung für mich überhaupt sein wird, weil ich habe selten erlebt, dass ein Band mich so sehr abholt und das, obwohl so viele verschiedene Zeichner dran sind, so viele verschiedene Stile und auch so viele verschiedene Richtungen von den Storys her, weil man hat auf der einen Seite diese herzerwärmenden Geschichten, dann hat man recht süße Geschichten, dann komplett abgespacede Geschichten und daraufhin dann noch ein paar traurige Geschichten, dass es einfach nur so ein Fest gewesen ist. Aber das ist dann auch wieder der Faktor, der mich daran zweifeln lässt, ob das Comic vielleicht für Kinder so optimal ist, weil ich würde das dann doch eher für erwachsene Leser einstufen, weil da doch ein paar Geschichten dabei sind, wo man danach dann vielleicht ein weinendes Kind neben sich sitzen hat, wenn man das mit seinem Kind lesen sollte. Das sind solche Geschichten wie die Geschichte von Masi Polami und einem Elefanten, die komplett ohne Worte ausgekommen ist, wo man halt sieht, wie ein Elefant durch den Dschungel am Marschieren ist, dass Masi Polami auf seinem Rücken ist, sie gehen an einem Wasserfall vorbei und dann sieht man im Wasserfall, wie die beiden als Kinder am Spielen gewesen sind. Und das geht halt über ein paar Seiten, wo man immer sieht, dass die beiden an gewissen Knotenpunkten ihres Lebens vorbeigehen und man dann halt immer direkt ihren Erinnerungen dargestellt bekommt vom Zeichner, bis sie dann halt in eine Höhle reingehen, wo sie dann noch kurz einen Rückblick zeigen, wie die Kinder von Masi Polami und von den Elefanten zusammen gespielt haben und daraufhin sieht man dann schon ein paar Skelette, wo man dann als Leser direkt weiß, okay, das ist so eine Höhle, wo die Elefanten reingehen, um zu sterben, und das ist dann auch tatsächlich Anbach, weil der Elefant guckt das Masi Polami dann nochmal traurig an, streckt seinen Rüssel aus und schüttelt den Masi Polami nochmal den Schwanz und daraufhin stirbt er direkt. Beide gucken sich traurig an, nicken und das Masi Polami geht wieder aus der Höhle raus. Super kurz erzählt, nur auf ein paar Seiten, aber hat so viele Emotionen und mich so sehr gepackt, dass die Geschichte mich noch heute, 3 Tage nach dem Lesen, am Begleiten ist und dafür super steht, wie gut dieser Band gewesen ist. Also er hatte Dramatik, er hatte Witz, er hatte Charme, er hatte wunderschöne Zeichnungen und eine Hommage an Spider-Man, die so unerwartet gekommen ist, dass es mich einfach nur abgeholt hat. Eine weitere Highlight-Geschichte ist für mich die Geschichte eines Gangster-Bosses, der seiner Tochter ein Masi Polami schenkt. Bloß die Tochter kann mit dem Masi Polami gar nichts anfangen, hat auch so null Empathie, weswegen sie dann das Hausmädchen, was sogar jünger ist als die Tochter vom Gangster-Boss, damit aufträgt, sich um das Masi Polami zu kümmern. Allerdings das Masi Polami nur mit Süßigkeiten zu futtern, weil sie gerne wissen würde, wie dick das Masi Polami werden kann. Und das Mädchen, was dann halt das Masi Polami mit Süßigkeiten füttern soll, geht natürlich hin, schnappt sich überall ein bisschen Obst, klaut das den Gangstern, um das Masi Polami damit zu füttern und entschließt sich dann dazu, das Masi Polami aus der Gefangenschaft rauszuholen. Viel mehr möchte ich euch zu dieser Geschichte gar nicht sagen, kann aber sagen, dass ich es wieder interessant fand, wie gut man die Essenz von Masi Polami in verschiedenen Kurzgeschichten auf andere Art und Weise immer wieder auffangen kann und in was für verschiedenen Arten man das Masi Polami darstellen kann. Großartiges Werk. Ich fand es wirklich von der ersten bis zur letzten Seite absolute Oberklasse. Und an der Stelle wäre alles andere als eine 10 von 10 für die Hommagen an das Masi Polami Band Nummer 2 von 2 nicht gerechtfertigt. Und ballert mir unbedingt mal in die Kommentare rein, ob ihr auch den zweiten Band nochmal eine ganz Schippe besser fandet als den ersten Band und was eure Highlight-Geschichte aus beiden Bänden insgesamt gewesen ist. Alles unbedingt mal in die Kommentare rein. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit der guten Lois Lane, die jetzt ihre erste Solo-Veröffentlichung hat. Wobei ich gar nicht weiß, ob das ja ihre erste Solo-Veröffentlichung und Tradeform ist. Es gab bestimmt schon das ein oder andere One-Shot-US-Heft. Allerdings ist es definitiv die erste Veröffentlichung, die in meiner Sammlung ist, wo halt Lois Lane vorne auf dem Cover draufsteht. Und da war für mich der erste Faktor interessant, dass ich als erstes dachte, das wäre eine DC Black Label Serie, weil das DC-Logo halt in schwarz abgedruckt wurde. Allerdings ist das tatsächlich eine Serie, die in einer ganz normalen Kontinuität spielt. Und da spielt den Greg Rooker in die Karten, dass er Bendis von einer ganzen Weile Superman übernommen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo Bendis Superman übernommen hat, hat er direkt mal Lois Lane mit Superboy ins Weltall geschickt und dann erstmal aus der Serie verbannt, damit er sich halt auf Superman im Gesamten konzentrieren kann. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass die ganze Presse und alle angefangen haben zu reden, ob Superman noch mit Lois Lane zusammen ist oder besser gesagt, ob Clark Kent noch mit Lois Lane zusammen ist. Und da oben drauf taucht noch ein Foto in der Presse auf, wo man
man sieht, dass Lois Lane von Superman geküsst wird, weswegen die ganze Weltöffentlichkeit denkt, dass Lois Lane Clark Kent mit Superman betrügt. Und anstatt dass man sagt, hey, Superman küsst einfach irgendeine Frau, wird die ganze Zeit auf der guten Lois Lane rumgehabt. Aber Lois Lane sagt halt auch selber an dem Band, es liegt halt daran, dass sie eine Frau ist und dass die Gesellschaft lieber auf Frauen rumhackt als auf Männern. Und das ist dann direkt der nächste Faktor. Das Ding ist so nah am Zeitgeist dran und zeigt eine so verdammt starke Frau in der Hauptrolle, dass es sich gewaschen hat. Weil die gute Lois Lane ist nicht einfach nur Reporterin, die Mutter von Superboy und die Frau von Superman. Nein, sie ist eine Weltklasse-Reporterin und legt sich in den Band direkt mal mit der kompletten amerikanischen Politik an. Sogar so weit, dass sie keine Akkreditation mehr fürs Weiße Haus bekommt, weil man im Weißen Haus keinen Bock mehr auf sie hat. Und die Fragen, die sie stellt, weil sie den ein oder anderen Skandal aufgedeckt hat, wo sie Korruption bei den Politikern feststellt und was sonst noch so alles geht. Obendrauf hat sie an ihrer Seite die gute Montoya, die meisten von euch durch den Greg Rucka Batman Run kennen sollten oder durch den Greg Rucka und Ed Brubaker Gotham Central Run, wo die gute Dame halt echt krass ausgearbeitet wurde. Und sie wiederum ist mittlerweile als Question unterwegs und ist im Hintergrund die ganze Zeit für Lois Lane am Kämpfen, beschützt Lois Lane, die in dem Band mehrfach versucht wird umzubringen, und Superman wird die ganze Zeit rausgehalten, was auch mit daran liegt, dass Lois Lane die ganze Zeit sagt, pass auf, ich brauche dich hier nicht, ich komme alleine klar, ich habe hier meine Leute, was dann halt unter anderem Montoya ist, und das Ganze halt komplett auf den Punkt geschrieben. Auf der anderen Seite gibt es in Russland auch eine Reporterin, die sich gerade mit dem Kreml anlegt und auf einmal verschwunden ist, und dann heißt es, sie hätte Selbstmord begangen. Da sie aber schon die ganze Zeit damit gerechnet hat, hat sie ihre ganzen Unterlagen in Russland versteckt und Lois Lane gesagt, wo sie diese Unterlagen finden kann, weswegen Lois Lane dann halt Question nach Russland schickt, um diese Unterlagen zu holen. Auf der nächsten Seite wird noch ein ganz anderer Faktor hier drin bearbeitet, den ich super interessant finde und wo ich mich schon öfters gefragt habe, ob dieser Faktor halt relevant ist im DC-Universum, weil es gibt ja bei den Helden immer wieder den einen oder anderen Helden, der sich an die Universen vor den ganzen Reboots erinnern kann. Sprich, ein Superman weiß, dass es halt damals das DC-Universum gegeben hat, dass es dann die New 52 gekommen sind und jetzt das DC-Rebirth am Laufen ist. Aber wenn es immer wieder Helden gibt, die sich an alles erinnern können, muss es ja quasi auch normale Menschen geben, die wissen, krass, ich war gestern noch in New 52, jetzt bin ich in DC-Rebirth. Ich war gerade mit der Frau verheiratet, jetzt bin ich aber mit der Frau verheiratet und habe von einer anderen Frau Kinder. Und ihr wisst, ein bisschen überdramatisch dargestellt, aber ich fand es immer komisch, dass sich immer nur Superhelden daran erinnern können, dass es vorher ein anderes Universum gegeben hat. Und in diesem Band wird darauf eingegangen, dass es auch Normalsterblicher wischen kann, aber die dann als verrückt gelten, weil wenn einer zu euch kommt und sagt, ich war gestern noch in einem anderen Universum, dann werdet ihr denjenigen für verrückt halten. Und diese Sache wird hier drin ausgearbeitet und wird sogar noch fast zu Ende erzählt mit den letzten US-Heft. Die letzten drei US-Hefte, muss ich an der Stelle auch noch erwähnen, sind ein ganz Stückchen abgespaceter als der ganze Anfang des Bandes. Die Serie fühlt sich am Anfang noch extrem an wie ein Polit-Thriller und geht zum Schluss so ein bisschen in das Magische über. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen und ich fand auch den Faktor mit der Magie zum Schluss wichtig, weil hätten sie jetzt einfach nur gegen Gangster zum Schluss gekämpft und gegen korrupte Politiker, hätte sich ein Superman einmischen können, einmal alle umhauen können und die Geschichte wäre zu Ende gewesen. Da allerdings ein Superman mit Magie gar nicht zurechtkommt, fand ich es genau richtig gewählt von Greg Rucka zum Schluss halt, die ganze Sache in so Magie-Ding ausufern zu lassen. Ich wollte das an der Stelle aber unbedingt nochmal explizit erwähnen, weil mir unabhängig voneinander zwei Zuschauer in die Kommentare geschrieben hatten, dass sie die letzten zwei US-Hefte nicht mehr so gut gefunden haben. Sprich, wenn ihr Bock habt auf einen Polit-Thriller, der zum Schluss ein bisschen abgespaceter wird, ist das Ding der absolute Burner und ich wäre fast dazu geneigt, dem Band eine 10 von 10 zu geben. Allerdings war Perkins ein bisschen am Schwächeln. Perkins ist ein verdammt guter Zeichner und hat auch bei 95% des Bandes absolutes Top-Niveau abgeliefert, aber die anderen 5% waren leider komplett Ausfälle. Es gab immer wieder mal Panels, wo die Gesichter komplett aus den Ruder gelaufen sind oder die Staturen gar nicht gepasst haben, wo ich mir gedacht habe, was hat der da gezeichnet? Was aber mit daran liegen kann, dass das hier halt eine monatlich veröffentlichte Serie ist und Perkins halt einen sehr aufwendigen Zeichenstil hat und demzufolge halt vielleicht nicht geschafft hat, die Deadline immer mit seinen perfekten Zeichnungen einzuhalten, weswegen er halt dann hat ein paar Panels durchwinken lassen, die halt nicht das Allergelbste vom Ei gewesen sind, weswegen ich insgesamt nur eine 9 von 10 raushauen kann, aber nur absolut in Anführungszeichen, weil eine 9 von 10 ist eine absolute Top-Bewertung. Mich hat das Ding richtig überzeugt und Lois Lane, Reporterin im Fadenkreuz, solltet ihr euch unbedingt reingezogen haben. Zu guter Letzt wiederum habe ich mich dann auf Ascender gestürzt. Ich fand ja Descender richtig stark und habe es, glaube ich, in meiner Top 5 von den Splitter-Comics auf Platz 2 oder 3 gewählt und war total gespannt nach dem Finale von Descender, wie Ascender funktionieren wird. Und der gute Jeff Lemire hatte schon gesagt, nachdem halt die Technologie im ganzen Universum vorherrschend gewesen ist, ist die Technologie jetzt ja komplett verschwunden. Es gibt keine Roboter mehr, gar nichts mehr. Und die Kinder, die geboren werden, wie die gute Mila, die ihr auch schon auf dem Cover sehen könnt, wissen nur, dass es mal Roboter gegeben
gegeben hat, aber die haben halt in keinem Fall schon mal irgendeinen Roboter gesehen. Und die ganze Welt ist jetzt überflutet worden oder die ganzen Planeten, die es halt so gibt, mit Elfen, mit riesigen Drachen und mit Monstern, allerdings alles böse Wesen, weil die wiederum werden von Mutter beeinflusst. Und Mutter wiederum ist so die Obermacherin, die größte Magierin aus dem ganzen Universum, die die ganze Menschheit und alle Alienrassen dann unterjochen ist und alle müssen nach deren Nase tanzen. Und sobald irgendwo Technologie gefunden wird, schickt sie ihre Scherben dahin, dass sie die ganze Technologie zerstören, damit sie weiterhin die Machthaberin über alle Planeten sein kann. Und dann kommt es dazu, dass die gute Mila, die übrigens die Tochter von Andy ist, denn die meisten Leute von euch ja schon aus der ersten Serie, der Descender-Serie, kennen müssten, und sie wiederum stößt dann halt über Bandit, den man auch schon auf dem Cover drauf sieht. Und ab da an überschlagen sich die Ereignisse und es fängt eine Reise durch ein Märchenuniversum an, die ich unglaublich toll fand, beeindruckend fand, und ich fand es vor allem krass, was für einen anderen Drive ein Jeff Lemire in diese Serie reinbringt und es trotz dessen schafft, einige Charaktere aus der Originalserie wieder mit einzubringen, sodass man sich als Leser direkt nach dem ersten Band fragt, wann kommt Tim 21 wieder? Kommt er überhaupt wieder? Wird er noch eine Rolle dafür spielen? Und wie bekommt man das Ganze wieder zu dem ursprünglichen Universum zurück? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Ascender die ganze Serie weiterhin in dieser mystischen Phase bleiben wird, dass sich alles so ein bisschen mehr nach Game of Thrones anfühlt, und ich bin gespannt, in was für eine Richtung es geht. Die Reise hat gerade erst angefangen und ihr hört es vielleicht schon an der Euphorie in meiner Stimme. Ich bin total aufgeregt und finde es total krass, was der gute Jeff Lemire jetzt mit Ascender abgerissen hat. Ich würde nicht sagen, es ist besser als Descender, aber ich muss sagen, Mila finde ich super sympathisch in der Hauptrolle drin. Der gute, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Nguyen nenne ich ihn gerade an der Stelle einfach mal, liefert hier wieder auf absolutem Top-Niveau ab und Ascender, absolute Leseempfehlung. Ich würde dafür auch eine sehr, sehr starke 8 von 10 raushauen. Ich lasse mir die 2 Punkte auch nur über, falls der zweite und dritte Band besser werden sollten als der erste Band. Und Ascender steht in Descender in keinster Weise in irgendetwas nach, jetzt auf den ersten Eindruck. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass mich die Ascender-Reise genauso umhauen wird, wie es zu seiner Zeit Descender getan hat. Und damit sind wir durch für heute. Bitte unbedingt eure Meinung zu den Comics in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, auf Instagram vorbeischaut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!